So, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich habe für euch die aktuelle Goodiebox für den Monat Juni 2023, weil meine Mailbox ist immer noch nicht gekommen. Jetzt habe ich endlich mal eine E-Mail geschickt. Ja, wir melden uns. Hat auch wieder eine Woche gedauert. Ja, jetzt schicken sie dir mir nach. Die mir nach. Ja, die ist abhanden gekommen für den Monat Mai. Ja, Mai war es. Ja. Also gehe ich davon aus, dass das jetzt Juni ist. Oh, die sieht sehr dürftig aus. Hier habe ich einen QR-Code. Wenn der QR-Code dann irgendwann mal funktionieren würde bei mir, ja, dann könnte ich auch mehr zu den Produkten sagen. So, es sieht minimalistisch aus hier drin. Sehr übersichtlich, sehr bescheiden. Und wir haben einen Nagellack von Bior. Boah, der ist natürlich absolut red. Red Orange. Ja, die Farbe finde ich geil. Weiß jetzt nicht, was es kostet, aber guckt mal auf den QR-Code. Dann könnt ihr das selbst sehen. Von The Cure Berry Booster, Vitamin D, Battery Drops. Ja, solchen Booster, ja, das kann man gebrauchen für die leichten kleinen Feuchtigkeitsfältchen hier bei mir ums Auge, die jetzt langsam anfangen. Die kleinen Krähenfüße. Da mache ich das immer drauf. Ja, das ist genau perfekt. So, dann habe ich noch von Avon. Das ist bestimmt wieder das absolute Highlight-Mondprodukt. Absolut teuer und anscheinend so genial, dass man das immer in jede Box reintun muss. Das ist, sieht aus wie eine Bodylotion, 50 Milliliter. So, wenn ich jetzt meine Brille hätte, wäre es noch besser. Wir schauen mal rein. Ist noch verschlossen. Wir gucken trotzdem. Ich gehe davon aus, dass das eine Körpercreme ist. Oh, oh. Oh, ich wusste gar nicht, dass Avon so gut riecht. Die riecht ja angenehm. Hätte ich ja gar nicht mal gedacht, ey. Glycerin. Das ist eine Body Treatment. Ja doch, das ist eine Körperlotion. Riecht angenehm, riecht sehr frisch, gefällt mir sehr, sehr gut. So, Gold, 10 in 1, 75 Milliliter. Was ist das für ein Nobelprodukt? Es steht nichts weiter drauf. Englisch, Deutsch, es ist was für die Haare. Es ist was für die Haare, 10 Produkte in ein. Ich hatte schon mal so Nobelprodukte gehabt, da waren, glaube ich, 30 Sachen in einem, war richtig toll. Bei feuchtem Haar ein Spray aus einer Entfernung von ca. 20 cm vom Haar auftragen. Haare mit Kamm entwirren, gewünschtes Style abschließen, föhnen, glätten oder lufttrocknen. Gewünschte Gold-Finish-Produkt verwenden. Aha. Was das wohl wieder ist? Nee. Mache ich das jetzt so? Mache ich jetzt wieder Blödsinn? Riecht gut. Das riecht wie ein Haarparfüm. Ist das jetzt ein Haarparfüm? Oh Leute, ich bin so dämlich. Nee, das ist zum Stylen, aber mit Duft. Riecht richtig gut, wie ein bekanntes Markenparfüm. Also hat sich schon gelohnt. Also alles, was gut riecht, ist ja nur meins, ne? Und dann noch für die Haare. Herrlich, herrlich. So, dann haben wir von Lotti London ein Eyeliner. Oh ja, ein Eyeliner. Hat man ja lange nicht gehabt, ein Eyeliner. In braun, dunkelbraun. I am to PM. Den machen wir doch gleich mal auf. Vorausgesetzt, ich krieg's auf. Wieder eingepackt wie eine Bombe. Ich krieg es nicht auf. Ich krieg es nicht auf. Okay, Moment. I'm back. Also, das wäre von Lotti London, dieser tolle Augenkonturenstift. Was haben wir jetzt hier? Mann, ey, ich bin so durcheinander. Ein Eyeliner, genau, ein Eyeliner. Oh, oh, cremig. Richtig cremig. Oh, schau das jetzt an. Ich kriege hier hoch. Kann einen schönen Baum hier drauf malen, ja. Also, richtig toll. Also, der kommt auf jeden Fall in meinen Gebrauch.
So schön cremig, unten so ein bisschen. Ja. Gefällt mir gut. Also, was haben wir alles drin? Wir haben diesen Eyeliner. Dann haben wir dieses, ich würde mal sagen, Haarparfüm mit Pflege. Dann haben wir diesen Vitaminbooster. Wir haben diesen Nagellack in schrillen Farbton. Und das, was den Preis der Box absolut in die Höhe treibt, ist von Avantis Body Lotion. So, das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like, ein Abo und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss, eure Carina.